In dem Video mache ich 10 Liegestütze. Ich habe vor ein paar Wochen so ein Video gefunden von so einem richtigen Bodybuilder. So einer. Und der hat eben erzählt, alles was er gemacht hat, um so auszusehen, ist, er hat 25 Liegestütze am Tag gemacht, sonst nichts. Das hat ihm natürlich keiner geglaubt. Die haben ihn in die Kommentare immer runtergeschrieben, was er sich alles spritzt und krasser Anabolika-Nehmer ist und sowas. Trotzdem, der Gedanke hat mich nicht losgelassen, dass sowas vielleicht funktionieren kann. Ich hab's. Wie lange habe ich keinen Kraftsport gemacht? 2, 3 Jahre oder so? Eigentlich nur. Na gut, Schwimmen ist ein bisschen. Da werden ein bisschen die Arme benutzt, aber. Eigentlich nichts, wo das wirklich trainiert wird, außer mal vielleicht mal ein Klimmzug oder zwei. Und ich habe damit angefangen. Also ich schaffe keine 25 Liegestützen, das ist immer noch außer Reichweite bei mir, deswegen habe ich einfach nur einen gemacht. Einen einzigen Liegestütz. Und am nächsten Tag hatte ich 2 gemacht und dann 3 und dann 4 und es wurde immer ganz einfach. Und was ich dann eben gemerkt hatte, meine anderen Ansätze, die waren alle scheiße. Dieses jeden Tag ein bisschen, das funktioniert wenigstens, das kann ich wenigstens einhalten. Sowas wie, ich mache jetzt so viele Liegestützen bis zur Erschöpfung und dann habe ich genau 3 Ruhetage, in denen ich ganz viel Protein zu mir nehme und dann versuche ich 3 Tage noch mehr. Das ist zu kompliziert, das kriege ich nicht mit meinem Leben unter einen Hut, das kriege ich nicht vereinbart, aber jeden Tag ohne irgendwelche Ruhephasen oder so ein paar Liegestützen zu machen, das funktioniert. Und jetzt war ich mittlerweile schon bei 15 Liegestützen, jeden Tag eine mehr. Aber dann habe ich gemerkt, 15, das ist schon zu viel. Deswegen bin ich wieder runter auf 10. Nicht, weil es zu anstrengend ist, sondern weil es im Kopf eine zu krasse Hürde ist, so viel auf einmal Sport zu machen. Deswegen denke ich mir, okay, ich mache mal erstmal 10 eine Weile lang weiter. Und wenn es dann irgendwann so selbstverständlich ist, dass ich es wirklich jeden Tag mache, dann kann ich immer noch mehr machen. Ich will sagen, ich bin mehr auf die Gewohnheit aus, als auf die Härte des Trainings. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Ich sehe noch nicht aus wie dieses Bodybuilder-Monster. Ich sehe noch nicht so aus. Aber ich habe schon mal gemerkt, dass meine Atmung im Brustbereich, dass das schon viel besser funktioniert als vorher. Also irgendeinen Unterschied hat es gemacht. Ich könnte nicht genau sagen, welche Muskeln und wo genau. Aber irgendwie, es fühlt sich besser an. Lange genug gequatscht. Jetzt zeige ich mal, was ich meistens morgens, aber heute habe ich es vergessen, deswegen mache ich es jetzt einfach abends, jetzt wo es hier so schön am Sonnenuntergang und Regnen ist. Ich mache jetzt 10 Liegestützen und ich habe mir dazu ein paar Gartenhandschuhe angezogen. Hier, das sind so welche, die haben hier so eine Noppen und es verhindert es, wenn ich mich irgendwie auf so eine harte Fläche aufstütze, dass ich dann mit dem Arm vielleicht wegrutsche oder so. Ich habe immer Sorge, dass ich wegrutsche. Ich schwitze auch gerne an den Fingern. Na gut, mal in Action. Und das jeden Tag. Tut gut. Ich mache es weiter. Und mal gucken, ob dann aus mir so ein Überochse wird. Ich mache es nicht zu übertrieben. Also ich mache nicht bis zur Erschöpfung, weil ich ja trotz all meinen Ernährungsexperimenten immer noch auf Detox aus bin. Und ich so die Sorge habe, wenn ich viel Sport mache und zu viel meine Muskeln benutze, dass sich Milchsäure bildet und das ist dann noch mehr Säure. Ich will ja die Säure eigentlich loswerden. Deswegen, die Naturärzte meines Vertrauens, die sagen immer, Kraftsport lieber nachdem gedetoxt wurde. Weil mein Detox ist ja eigentlich nie zu Ende. Na egal, ich werde es auf jeden Fall nicht übertreiben. Ich bin nicht der Ansicht, dass Muskeln im 21. Jahrhundert, also so Showmuskeln, dass die irgendwas bringen. Andererseits, wer weiß, bald habe ich hier diese Dinger und dann mag ich die plötzlich.